Moin, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sons of the Forest. Wir werden gerade wieder angegriffen. Hast du gemacht. Schau mal, ich weiß nicht warum, ich habe da so ein Mini-Problem. Also ich habe hier zwar alles so ein bisschen entfernen können, ne? Auch so ein paar Querbalken. Also ich habe hier alles aufgefüllt, die habe ich alle entfernen können, was draußen ist. Aber diesen einen Balken, ich kann den nicht entfernen. Und den da hinten. Weiß ich auch nicht warum. Das gibt für mich absolut keinen Sinn, weil auf der Seite konnte ich ihn ja entfernen. Ja, ich hab's auch schon versucht irgendwie. Das ergibt irgendwie nicht so richtig Sinn, ne? Ne. Das sind solche Sachen, die fucken mich eigentlich ab. Und was ist, wenn wir das einfach abhacken würden? Geht das? Bricht dann alles zusammen? Kann man den überhaupt packen? Frage wurde beantwortet. Ich wollte es nur probieren. Das war jetzt das Spaß. Wow! Ja. Nein, der Boden ist weg! Wir brauchen wieder Hälften. Ja, aber das wollte ich jetzt wissen, ehrlich gesagt, weil das hat mich jetzt ein bisschen genervt. Wie ist das bei den kleinen Vögeln? Kriegen wir überhaupt kein Fleisch, ne? Nee. Belastend. Mich stört das zutiefst, dass man da den Balken da nicht wegmachen kann. Und auf der anderen Seite geht das schon. Das ergibt für mich absolut gar keinen Sinn. Ja. Aber vielleicht jetzt durchs Neubauen, vielleicht. Und wir haben jetzt automatisch aufgehört. Hä? Was gemacht? Ach. Stimmt. Haben wir wieder Glück gehabt. Sonst hätten wir die gleiche Scheiße jetzt nochmal machen dürfen wie vorhin. Jetzt kann ich ihn entfernen. Guck, das gleiche machen wir da hinten jetzt auch. Mann. Tun da davor aber den Boden weg. Das ist nicht dein Ernst. Jetzt habe ich den aus Versehen hingetan und jetzt kriege ich den nicht mehr weg. Mann. Was? Echt jetzt? Der war nicht da, der Balken. Der war nicht da. Ich habe den aus Versehen da gerade hingetan, statt den Boden. Und ich kriege ihn nicht mehr weg. Hey, welchen? Der, ich meine, es ist jetzt, ist jetzt nicht so, ist der hier, der quer, der noch darüber. Ach so. Den habe ich weggetan. Da? Den kann ich wegtun. Ja, kann ich auch weg. Ah, den kann er wegtun. Nein, bei mir ging's nicht. Die zwei gingen bei mir nicht weg. Sehr gut. Kannst du das vielleicht dann den da wegtun? Den hier noch? Diesen quer hier? Nee, ich hab's auch schon versucht. Ja, jetzt haben wir Glück gehabt ein bisschen, dass wir nicht das komplette Haus wegreißen mussten. Das stimmt. Ach nee, das geht nicht. Vor allem, ich hab den gerade hingetan. Das ergibt so gar keinen Sinn. Ja, was liegt denn da am Boden? Die hat uns wieder irgendwas gebracht. Ach nee, da liegt ein toter Vogel, das warst du wieder du. Ja, ich war wieder ein bisschen am Meucheln. Aber dann würde ich, damit es gleich ausschaut, hier auch einen Balken hinmachen. Wenn ich den jetzt gucke, da ist keiner. Wenn ich den jetzt hinmache, schau mal, ob ich den entfernen kann dann. Doch, den könnte ich wieder entfernen. What the fuck? Scheiße. Dann lasse ich den auch da. Dann sieht das wenigstens einheitlich aus. Und mich stört das, ich hau den jetzt weg, ne? Wollen wir mal die Böden vielleicht erst raus tun?
eine sehr gute Idee. Och man, was habe ich denn jetzt da weggemacht? Dass ich wieder Schaden bekommen habe. Talkie in der Hand. So. Kann ich die Balken noch wegtun? Hm? Nein, kann ich nicht. Also ich habe hier einen Balken weggetan. Okay, das geht jetzt nicht. Naja. Dann klitt. Lol, warte. Der ist jetzt schief. Ja. Oh, fuck. Ach, come on. Wieso? Oh. Oh, ist das lästig. Weiß mal die halben mal schnell raus. Hier zwei voll oder was? Oh, Alter, ich bin gleich echt tot durch dieses Bausystem, ne? Ich verreck gleich an dem Scheißdreck. Ah, oh, sehr gut. Ja, das ist halt irgendwie dieser Nachteil wieder von diesem Bausystem, dass es etwas unvorhersehbar agiert. Ja, es gab's einfach, es gibt keinen Sinn, warum das auf der Seite konntest du es wegtun und auf der anderen Seite nicht. Weißt du, wie ich meine? Vor allem dann beim anderen, gerade eben, hast du ja gerade gesehen, es ging nicht weg. Und plötzlich geht's weg, obwohl wir nichts anderes gemacht haben, einfach neu gemacht. Oder wo, da war nichts und es hat gehalten und ich tue aus Versehen da einen Balken hin und den kann ich dann nicht entfernen, als wäre der so ein... Das Ding, was unbedingt da sein muss, wo ich mir denke, hä? Das war doch gerade nicht da. Ja. Aber die, ich glaube, die Böden haben irgendwie überlebt. Zum Teil zumindest, oder? Nee, das waren die von der rechten Seite halt, aber. Joa. Ja, und die Wand hier ist ja auch weggeflogen. Oder? Die Wand? Da oben, das ist doch... Das stimmt, ja. Liegen die jetzt wenigstens draußen irgendwie? Oder, ja, nee, die sind auch weg. Ja, ah, wohl, da hinten. Da hinten liegt einer. Das ist natürlich viel, viel Arbeit, was immer wegfliegt, Mr. Crabble. Also das ist, das Sammeln, das ist ja auch nicht mal schnell. Ja, genug. Okay, die Wand ist hier weggeflogen. Die ist, oh Gott. Wie weit die weggerollt sind, meine, oh mein Gott, wie viel liegen hier denn? Kannst du hier mal herkommen? Gleich. Hier, wo ich stehe. Ah, nein. Warte, ich tu die mal. Bleib da, wo bist du? Lol, Alter, echt jetzt? Hier sind die alle? Ja, die sind komplett hier runter. Wow. Kelvin holt keine, weil wir die ja gestapelt haben. Das ist natürlich belastend. Oh ne, wieso kann ich das jetzt nicht drehen? Das würde gut an. Oh. Hm? Ja. Am besten nicht durch den Schlitz rausspringen, dann kriegt man Fallschaden. Okay. Nicht mal so unwenig. Alter, ich kriege jetzt schon Kotzen. Oh, was? Nein. Will ich jetzt nicht.
Nein, kein rohes Fleisch essen. Hör auf, ich hab nur... Nein! Ich hab rohes Fleisch gegessen. Ja, wahrscheinlich wird da nicht viel passieren, oder? Boah, also gerade... Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also gerade regt mich ein bisschen Forest auf gerade. Weil die ganze Zeit ja. passiert, was ich nicht will. Das Bausystem war bis jetzt geil, aber jetzt, wenn man in die Details geht, regt's auf. Ja. Da muss ich jetzt ehrlich zugeben, das hat mich gerade ein bisschen aufgeregt, dass das so alles wegbricht und dass man ein Balken wieder nicht entfernen kann, obwohl das total hirnrissig ist. Habe ich jetzt eigentlich Fleisch in meinem Inventar? Nein, hab ich nicht. Wie war das? Man tut nicht automatisch heilen irgendwie, ne? Man muss Medizin nehmen, glaube ich. Ne? Man muss Medizin nehmen oder essen. Medizin essen? Oder Essen? Ja, Essen bringt auch Leben, ja. Habe ich vielleicht noch irgendwelche Snacks, die ich mal wegbringe? Ja, ich nehme gerade so einen Energieriegel. Oder Konserven vielleicht, weil Konserven habe ich eigentlich auch gut gefunden. Ja. Ich probiere mal. Flaschenöffner. Dosenöffner, Flaschenöffner vor allem. Ja, Dosenöffner. So, erstmal ein bisschen Katzenfutter essen. Nom nom nom. Bäh. Njam. Und rein damit. Das bringt es aber voll, das Katzenfutter. Diese halben Baumstämme, die da rumliegen, irgendwie. Moderne Kunst! Das ist wirklich, das kann aber wirklich moderne Kunst sein. Echt, in echt würdest du sowas finden und die Daten sagen, das ist Kunst. Das wäre das reale Leben. Safe. Ja, wahrscheinlich. Ja, bei mir bringt das Katzenfutter gar nichts. Vom Essen her. Vom Leben her. Ne, Leben bringt nichts, aber Essen halt. Hätte mich jetzt auch gewundert, weil Essen hat bei mir noch nie irgendwie doch, Leben bei gebracht. Bei mir schon, also bei mir sogar, gerade wo ich das rohe Fleisch gegessen habe, hat es bei mir das Leben aufgefüllt. Okay. Dass es da noch Unterschiede gibt, okay. Ich probiere jetzt. Ich tue jetzt ein Fleisch gleich aufs Ding. Aber vielleicht nur, wenn du Hunger hast, vielleicht, kann das sein. Woher nicht? Ja, es kann schon sein, Mr. Grubble, dass das vielleicht nicht so viel große Bauten gedacht ist, aber normalerweise gibt es das System ja schon her im Prinzip. Hat halt nur so noch so Minimacken. Nee, ich glaube schon, dass es im Prinzip eher für große Bauten gedacht ist, damit eben sich die Leute Riesenexperimente einfallen lassen. Genau deswegen kann man ja so frei bauen. Wenn sie es ja nicht wollten, würden sie ja so Blaupausen mit so kleinen Hütten machen. Ne? Das spricht auch dafür, ja. Wie war das, Mr. Kruppel? Du kennst Total War, spielst es aber, glaube ich, nicht so, ne? Die Total War-Serie. Weil Total War Warhammer 3 ist ja aktuell kostenlos spielbar auf Steam. Also heute noch. Fand ich eigentlich ganz nice. Dass du da Zeit findest, um das noch auszuprobieren. Ja, ein bisschen halt. Ich habe ein bisschen reingeschnuppert. Weil es doch wieder ein bisschen anders, ein bisschen smoother ist wie der zweite Teil und der erste Teil. Hat mir schon sehr gefallen eigentlich. Und auch die. Was halt cool ist bei Warhammer, dass halt jede Fraktion neue Fraktionen hat einfach. Dass es sich lohnt, einfach mal alles mal durchzuspielen. Weil halt bei historischen Sachen. Ja, auch wie bei dem neuen, bei dem Three Kingdoms. Da hat halt jede Nation zu ihrer. Die gleichen Einheiten, vielleicht mal ein, zwei, die vielleicht sich unterscheiden, wenn überhaupt. Finde ich natürlich das Warhammer-Universum schon ganz geil. Weil nicht nur die Einheiten anders sind, sondern auch so Mechaniken. Motiviert sehr, sehr stark, muss ich sagen, die Warhammer-Serien Total War.
Ja, also Warhammer 3 hat, wie viel, glaube ich, 110 GB braucht. Wenn du dann alle drei Teile hast, dann wird es ein bisschen länger auf der Platte, ja. Du musst dich halt entscheiden, ne? Auto oder Festplatte. Fällt. Nee, er fällt doch nicht. Doch, er fällt. Glaube, ich tu mal dies. Überleg grad. Glaube, ich tu vielleicht mal die Seilrutsche mal in eine andere Richtung bauen. Ja, mittlerweile geht man echt lang. Oder baut man bei der bestehenden nochmal eine Holzwand hin. Kannst du die Seilrutsche auch umändern, wenn die irgendwie da auch ins Leere führt. Irgendwann ist es halt so, dass du nochmal eine neue setzen musst, ne? Ja, ich überlege gerade, ob ich den Winkel ändere. Ich höre schon wieder, Gegner hier. Mal kurz gucken gehen. Ja, ja, der haut schon wieder auf unser Haus. Hab einen Headshot gemacht. Easy, ganz schnell geregelt. Habe ich ja noch einen. Wo bist du? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Ist er im Haus vielleicht? Der ist im Haus drin. Echt jetzt? Sogar ein Boss. Scheiße. Oh shit. Oh shit. Wo ist er hin? Wie war das? Das zweite Auto hast du noch nicht. Du hast danach gesucht, glaube ich, oder? Oder wie war das? Achso. Du hast, glaube ich, nach einem SUV geguckt. Ne? Du hast ja den Golf. Und du wolltest, glaube ich, noch einen Pilot-Jeep oder so. Ich habe keine Pfeile mehr. Hast du noch eigentlich diese Drucker-Hards? Für Pfeildrucker? Ja, wenn ich sage, ich habe keine Pfeile mehr, dann habe ich keine Pfeile mehr. Also Drucker-Hards. Dann frage ich. Ja, ja, safe habe ich irgendwo Drucker-Hards. Ich glaube, ich hing es oben im Inventar. Okay. Die, die Carbon-Dinger, die Carbon-Pfeile oder die krassen Pfeile da. Die sind One-Hit sogar bei den großen Typen. Keine Scheiße. Oh, okay, krass. Nice. Ah ja, genau. Ja, findest du was? Was ist eigentlich deine Preisklasse? Wahrscheinlich so unter 6.000 wahrscheinlich, würde ich mal einfach mal denken. So, wie geht das dann? Oh, mich regt das auf, die laufen einfach in unser Haus rein. Da läuft gerade jemand an mir vorbei, weißt du, und ich denke, das ist die Virgin oder die Virgin, ja. Dabei ist das einfach ein Böser. Habe ich komplett ignoriert. Hör auf, da Zeug kaputt zu machen. Hä? Du hast meinen Pfeil im Kopf stecken. Du kannst gar nicht überlebt haben. Ach, schauen wir mal. Ja, 5.000, das ist schon, wird knackig. Da musst du schon fast so einen Chimney nehmen. Weil der wahrscheinlich Neupreis wahrscheinlich auch nicht so teuer sein wird, denke ich. Bei Neupreis wird doch der Chimney wahrscheinlich auch so bei 8, ja, sagen wir mal 10.000 so sein, oder? Kann man nicht vorstellen, dass das so teuer ist. Nein, komm zurück. Nein. Nee, du willst mich verarschen jetzt. Danke, ich sehe es zwar nicht, aber danke dir, was auch immer das ist. Vielen lieben Dank. So, wo fliegen die denn hin?
Okay, 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 okay. Das kann ja nicht wahr sein. Ja gut, aber ich glaube, damit können wir vielleicht leben. Wenn wir es so machen, könnte ich vielleicht sogar mit leben. Lästig, lästig, tralalalala. Es ist wieder eins. Genau eins, was nicht geht. Aber diesmal ist es ein anderes. Ja, die werden wahrscheinlich nicht so billig sein, weil sie halt doch wieder so ein bisschen... Ich will jetzt nicht gehypt sagen, aber die sind halt relativ beliebt wahrscheinlich, ne? Weil es gibt ja zum Beispiel auch diesen Mini-Mazda da, diesen MX-5 heißt der, glaube ich. Der ist ja eigentlich, würde ich ja meinen, der sollte ja eigentlich relativ billig sein, aber ich glaube, weil er halt einfach so geil ist, ist er halt einfach im Prinzip viel teurer, weil er halt Leute wahrscheinlich bereit sind, mehr dafür zu zahlen. Wahrscheinlich halt der Preis, was der Markt halt hergibt. Nicht, was er wirklich wert ist. Kann ich halt mir so was ausprobieren? Kann ich wahrscheinlich nicht machen, während ich aufnehme, oder? Nee, das traue ich mich nicht. Nee, das mache ich nicht, während ich aufnehme. Kann ich dann später mal gucken. Willst du mal? Ja, den Chat vielleicht im auch in der Aufnahme einblenden so ein bisschen, weil wenn ich jetzt ein Video aufnehme und du da plötzlich aus nichts heraus plötzlich, ja, und der Jimmy hier ist übrigens und alle Zuschauer im Video auf YouTube denken sich, hä? Was labert der Typ? Weißt du, ich rede gerade noch so vom Haus und sag, ja, hier der Baumstamm, der geht nicht weg und red voll über das Spiel und du so, ja, aber der Jimmy, der ist schon ganz schön da, also unter 5000 bist du nicht gegangen. Voll lost aus nichts. Damit man wenigstens ein bisschen so ein versteht, um was es da geht, wenn ich den Chat einblende. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht. Erst hat mir gedacht, ah nee, ist eigentlich eine doofe Idee, aber ja. Ja, ich will es eigentlich nicht, aber du haust halt die ganze Zeit so voll random raus. Ja, aber ich muss halt auch ein bisschen auf dem Stream halt was machen, ne? Ja, klar, aber normalerweise lesen wir ja immer die Nachrichten vorher vor, aber das machst du jetzt gerade gar nicht, wenn es um ein Thema geht und nur mit einer Person da redest, ja, liest du halt nicht vor. Da lese ich halt, ja, genau. Ja. Der günstigste 7,5 und wie alt ist der dann? Ja, krass eigentlich, dass dieses Mini-Ding, ne? Überhaupt keine Technik drin. Oh Mann. So, ich muss jetzt mal ein bisschen Rüstung machen. Sehr schön, er glitscht durch den Baum durch. Das ist sehr hilfreich. Ja, es wird langsam wieder herbstlich. Nein, komm zurück. Hat er schon gut was runter, ja, das ist krass, ne? Schade. Ja, aber ich glaube, der Chimney ist trotzdem noch einer der billigsten SUVs, oder? Weil mir wird es gerade keiner einfallen, der in der Preiskategorie sein kann, weil
irgendwie so ein Q2 oder so, das ist halt eine ganz andere Liga. Und damit möchte man vielleicht auch nicht in den Wald fahren. Jo, wenn du ja keinen Stress hast, dann passt sie. Kannst ja dann auch ein bisschen was einsparen, vielleicht erhöht sich ja dein Budget etwas. Ja, guten Lader, ich weiß nicht mehr, ob man einen Lader fahren möchte. Dann hätte ich voll Bock drauf, so einen Lader zu fahren. Also Mr. Kröppel schreibt, da hat man mehr Rost als Auto. Ist jetzt wieder das Dunkel. Ja. So, ich bin mal gespannt, wie lange die Scheiße hält. Wir sollten vielleicht noch ein bisschen unsere Vorräte aufbrauchen. Aufbauen meine ich, wenn jetzt schon Herbst ist, weil dann kommt ja irgendwann mal der Winter. Also jetzt nicht sofort, aber im Laufe der nächsten zwei Folgen vielleicht. Wie Vorräte auffüllen, also Wasser und sowas, ne? So Wasser ist, glaube ich, noch voll bei einer Flasche, aber also ein bisschen Fleisch und so. Na gut, Fleisch habe ich. Ich habe ja gut aufgehangen, also zum Trocknen habe ich ordentlich aufgehangen jetzt. Achso, okay. Eigentlich fast voll gemacht, bis auf das letzte Fehlen. Ah ja, Fleisch. Ja, sehr schön. Da war ich schon fleißig. Ja, aber der Winter war doch immer relativ lang, ne? Also Ja, klar, müssen wir noch ein bisschen was machen. Aber ich habe ja auch noch Snacks und sowas. Also wir sind beim ersten Winter easy durchgekommen. Ich glaube, da komme ich auch noch durch. Ja. Schon mal kurz. Ist meine Flasche denn wirklich auch voll? Wo ist denn die? Da. Ja, das passt. Nein, das will ich nicht. So. Also fahren macht mega Spaß mit dem Lader. Bin letztens erst mit einem rumgefahren, aber für einen mit wenig Rost muss man halt ein bisschen mehr in die Hand nehmen. Ja klar, logisch. Das ist aber immer so. Für einen guten muss man immer mehr in die Hand nehmen. Egal was es ist. Oh, Alter, ist ich wäre dunkel. Bereit zum Schlafen. Jo, sorry, ich war im Menü und habe gebaut eine Rüstung, weil ich unbedingt mal wieder, ich wollte mich mal wieder aufpäppeln. Ich bin die ganze Zeit mit so 5 HP rumgelaufen oder sowas. Und jetzt habe ich mal Medic genommen und habe mir mal volle Rüstung gebaut und damit ich mal wieder ein bisschen was hab. Lol, was hast du? Ah, schau mal in den Stream. Tierrüstung ist alles, du hast ein Hirschgeweih auf. Warte, ich muss erstmal den Stream aufmachen. Dauert einen Moment. Und über deinem Herz ist ein Rehkopf. Das ist ja. Lol. Die sah irgendwie cool aus, muss ich sagen. Hey, ja, stimmt. Hat was. Ja, nice. Ja, ich glaube generell, auch wenn man irgendwie Möbel kauft und so, man braucht einfach Geduld. Nicht irgendwas kaufen, sondern halt mal schauen. Was das Glück so hergibt. Wieso kann ich jetzt... Ernsthaft, kann man jetzt die zwei Stützen schon wieder nicht wegbauen? Doch, eine davon kannst du wegbauen, die andere nicht. Aber ich dachte mir vielleicht, damit es dann optisch identisch ausschaut. Keine Ahnung. Hä, lol? Was? Als ob. Ja, moin. So ein Bullshit. Diesen konnte man nicht wegmachen, ne? Den da hatte ich schon weg. Und da war der alleine und dachte, wenn das so ausschaut, sieht kacke aus. Habe ich den wieder hingebaut? Wieder weggemacht? Nee, tu mal hin. Habe wieder hingebaut? Jetzt kann ich keine von beiden entfernen. Ja. Einfach random-mäßig. Okay, das ist richtig lästig. Richtig dumm. Hast du eigentlich immer noch diesen Knochenbug, dass du unendlich viele Knochen in so ein Gestell reintun kannst?
Ich nehme da immer noch welche raus, die ich dann nicht mehr reintun kann, weil die so voll ist. Naja, dann werde ich wahrscheinlich auch haben. Na, dass man noch ein Leder bei hat. Ja, gute Idee. Lederbeutel könnte ich auch mal öffnen. Wieder habe ich ganz schön viele von. Leute, ich habe davon 6 Stück. Jawoll, das will ich sehen. Wie? Ich bin voll. Ich gebe dir gleich voll. Scheiße. Oh, ich habe Durst. Füll mal meine Flasche auf. So. Dann trinken wir noch ein Schlücklein. Kann ich sie? Oh nein. Passt es voll. Nix. Ich kann es nicht erkennen. Ich glaube, es ist nicht die. Nee, ich glaube, ich habe da keine leider. Richtig dämlich. Okay, das ist ein bisschen lästig, dass die Viecher durch unsere, so Rehe und sowas, durch unsere Barrikade gehen können. Es wäre jetzt nicht gefährlich oder sowas, aber es ist lästig zum Jagen. Wenn der einfach da reinrennt, dann ist er. Ja, ja. Hab von A gedacht, du bist gefangen und auf dem läuft durch die Wand durch. Ja. Ich glaube, das ist echt so das erste Game, wo ich mich so richtig auf die Updates freue. Mhm. Ist der grün? Ist da was Grünes? Wir sind wohl auch schon mit dieser. Oh, das ist aber. Das gefällt mir nicht. Oh shit. Mit der Rüstung. Das ist ja mal richtig räudig. Richtig dämlich. Bei der Rüstung, wenn ich nach unten gucke, habe ich so einen scheiß Schädel im Bild. Das ist richtig dumm. Schön. Achso, das ist vielleicht dann in der Höhle unten. Okay, verstanden. Nom 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 nom. Lachsbär. Und Heidelbeeren. Sehr nett. Chicorée. Mir so die so Blumen in die Fresse stecken.
Weg da. Nee, 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 habt ihr das unten? Ich fuck kann. Naja, dann halt nicht, okay. Nein, bevor du irgendwas sagst, ich baue da keine Zimmer, ich tue nur die Baumstämme da schon. Ja, das muss ich glaube, ich hab da schon verstanden, glaube ich. Schon als ich hochgekommen bin, weil wer baut denn so Zimmer? Das ist traurig. Ja, ja, also ich traue dir zwar vieles zu, aber. Ich hab's nur sicher, das habe ich dazu gesagt. Ich das Ding, was. Ja. Ja, wenn wir ja das dein Zimmer hier, wenn dann. Ne? Also. Ja. Nee, passt, wie möchtest du das denn aufteilen? Möchtest du hier in diesem vorderen Bereich das Wohnzimmer und dann wirklich hier eher was kleinere, zwei kleinere Schlafzimmer her? Sicher kommen wir. Oder möchtest du hier rechts, links gleich eine Tür? Dass dann hier die Schlafzimmer sind und wir beide ins hintere Wohnzimmer können? Wie möchtest du es denn gerne haben? Hast du dir schon Gedanken gemacht? Habe ich noch nicht. Oh mein Gott. Ich würde sagen, Aufteilung. Oh nein. Mann. Oh, der Pfeil gegangen. Ah, der lebt doch noch. Okay, ist doch kein One-Shot. Kohlephase-Pfeil. Leck mich doch mal. Nein, mein Pfeil! Wie du denn da los? Scheiße. Ich glaube, mein Pfeil ist weg. Das war mein letzter Kohle-Pfeil. Scheiße, ich habe keine 3D. Nein, ich habe auch gar keinen Pfeil mehr. Ich habe noch ein paar, ich glaube, einen oder so. Einen Steinpfeil oder so. Mann. Ja, ich war jetzt im Inventar. Er hat mich gekillt. I need your help. Please. Ich glaube, ich habe ihn gekillt. Das ist gut. Mal gucken. So, jetzt holen wir erstmal einen Kelvin. Priorität. Und jetzt holen wir dich. Den alten Sack. Bist du übrigens wieder... Ja, alte, ja, nee, wieder. Gestern warst du... Das finde ich ein bisschen schade, gestern, dass du immer wieder ein anderer bist. Black. Was? So, wo waren wir denn stehen geblieben? Ist ja unverschämt. Wir waren hier so gestanden und du hast gesagt, Raumeinteilung, wie? Gar nicht mal so easy, muss ich zugeben. Und der Platz ist jetzt doch nicht so riesig, dass man sagen kann, großes Wohnzimmer und zwei relativ große Schlafzimmer. Da würde ich Schlafzimmer vielleicht sogar eher etwas kleiner gestalten vielleicht. Und im Wohnzimmer dann ein bisschen schicker, oder? Wir können, weil wir müssen ja hier hoch und eine Tür, also hier natürlich eine Wand mit einer Tür. Dann sind wir hier drin, ne? Ja. Und dann könnte man, oder man müsste hier sogar gar nicht mal eine Tür machen, sondern hier einfach eine Wand und dann hier eine, also dann Tür, geht man hier rein und bei dir hier, scheiße. Boah, da muss ich mir noch Gedanken machen. Wenn ich rein hypothetisch. Ne? Rein hypothetisch einfach nur. So, der ist kaputt. Baumstamm ist kaputt. Oder nicht der Baumstamm, der Boden.
Irgendwas ist hier kaputt, ich kann den da nicht ranlegen. Geht's jetzt? Ich habe irgendwo. Nee. Immer noch nicht. Aber. Boah, die Raumaufteilung ist echt schwierig. Die gestaltet sich als sehr, sehr schwierig, muss ich zugeben. Hey, du kannst es doch hier hinlegen, oder? Oder wie hättest du es hingelegt? Ja, aber. Also, es ist repariert, oder? Ja, anscheinend. Ja. Okay, das wollte ich ja wissen. Achso, ja, sorry, nee, ich war gerade bei der Raumaufteilung. Sorry. Ja, da muss ich mir noch Gedanken machen. Ja, weil halt die Treppe jetzt mittig ist. Ja. Na, wenn man jetzt hier so einen Gang macht, aber dann ist hier schon wenig. Nee, das ist schon wenig Platz. Ja, oder man macht halt wirklich eine Tür nur, also hier eine Wand hoch, dass man nur nach links kann. Dann hier das Wohnzimmer. Und dann hier halbieren jeweils zwei Schlafzimmer. Ja, und wie halbierst du das? Das ist aber eine gute Idee. Doch, das ist eine mega Idee. Ja, so finde ich es gut. Nee, ja, so machen wir es. Das ist ganz gut. Wenn du hier das so gesagt. So und so, dann hast du das da und das da, genau. Das brauchst du eigentlich gar nicht mehr, das hier. Brauchst stimmt, du eigentlich ja. nicht. Das ist stimmt. ja noch, das, nee, das wir ist brauchen keine Tür. Ja, stimmt. Ja. Wohnzimmer, zack. Boah, Alter, das selbst in Forest springst du mir in die Fresse. So. 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 Und dann ist das da ein Schlafzimmer. Tür von hier aus gesehen irgendwo. Also hier würde ich meine Tür hinmachen. Also hier. Ne? Dann kannst du hier reingehen und dann hast du hier so ein schönes 4x4 Raum. Und bei dir ist halt hier der Eingang. Ach ne? So, ja. Genau. Und sonst hast du hier ein wunderschönes großes Wohnzimmer. Jawoll. Easy peasy. Passt. Cool. Jo. Sehr schön. Naja, jetzt dann auf zum Holzfällen. So, ich muss aber die Folge beenden. So. Dann haben wir unsere Wändeplanung auch erledigt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Und hoffentlich sieht man sich in der nächsten Folge. Ciao. Wieso war es jetzt nicht tot? Ciao.